viel Platz und natürlich jede Menge Spaß ist hinter Culinara Schwenningen. Liebe Zuschauer von NQTV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Stürmer Patrick Pohl. Herzlich willkommen. Patrick, die Auswahl meines Interviewpartners fiel mir heute nicht schwer. Schließlich spielt Schwenning am Wochenende gegen zwei deiner Ex-Vereine, Hamburg und Berlin. Wie fühlst du dich dabei? Ja, ich freue mich immer gegen Ex-Club zu spielen, weil es, man kennt halt viele. Ist dann auch immer ein bisschen lustig auf dem Eis, wenn du ein paar Sprüche kriegst und ja, ich freue mich drauf. Wer ist jetzt lieber, Hamburg oder Berlin? Ja, schwer zu sagen, sind beide gute Teams. Heiß habe ich jetzt mehr auf Hamburg, weil es natürlich jetzt von letzter Saison mein Club war, ja. Aber nimmt sich nicht viel. Okay. Du kennst ja jetzt sicherlich eben, wie du gerade gesagt hast, beide Mannschaften ganz gut. Was muss man tun, um die beiden Mannschaften, das sind ja auch wieder Top-Vereine, zu knacken? Ja, Gas geben, müssen denen, sage ich jetzt mal, auf den Sack gehen, ein bisschen haben gute Techniker auch, also dürfen wir nicht so entfalten lassen. Immer gleich rauf, Druck machen und unser Ding machen. Ja. Wie ist jetzt die Trainingswoche soweit gelaufen? Ja, war hart. Dienstag, Mittwoch haben wir sogar sind wir ein bisschen mehr gelaufen. Mhm. Heute habe ich mich auch wieder ganz gut gefühlt. Sieht alles ganz gut aus. Mhm. Bin guter Dinge. Gut. Jetzt hast du ja wirklich in großen Vereinen gespielt, eben wie Berlin und Hamburg. Wie ist es jetzt für dich hier in Schwenning in einem kleineren Umfeld zu sein? Ja, Umgebung ist wie Urlaub für mich. Also das kenne ich ja so gar nicht. So ist es halt extrem ruhig. Also viel zu machen ist hier nicht. Das ist schon ein bisschen schwer, okay, irgendwie den Kopf freizukriegen. Aber das kriegt schon alles. Okay, ja, was machst du dann, um den Kopf frei zu bekommen, wenn du sagst, hier kann man nicht so viel machen? Ja, Umgebung ist ja eigentlich auch viel los. Also Bodensee ist gleich da und waren wir schon viel unterwegs. Stuttgart ist nicht so weit weg. Okay. Frankreich waren wir schon mal. Also es geht da, geht alles. Und wo hältst du dich jetzt so am liebsten in der trainingsfreien Zeit, so an einem Nachmittag auf? Ja, da gehen wir immer zusammen ein bisschen was essen, sitzen noch ein bisschen, quatschen. Ja, dann geht's nach Hause und dann werden die Pläne geschmiedet, was man noch so macht. Aha. Und mit wem hängst du da jetzt so ab von den Spielern? Ja, Toni Ritter ist so mein Best Buddy, ja. Okay. Dein Körper fühlt sich gut. Ich glaube, du hattest eine Verletzung da in Hamburg letztes Jahr, wurde es auch operiert. Alles soweit fit mittlerweile? Ja, hatte sogar zwei Verletzungen, Schulter und Sinusmoseris, Fuß. Merke jetzt beides, dass es eigentlich gut verheilt ist. Bis jetzt zwickt nichts. Ja. Hoffe, dass es auch so bleibt und ja. Gut. Wo hast du jetzt hier in der Gegend eine Wohnung gefunden? Ich wohne jetzt in Hochemming. Na, das ist natürlich schon ein bisschen ein kleiner Ort, oder? Ja, nee, aber wunderschön. Okay, was machst du? Ich habe dich im Internet mit irgendwelchen Casino-Coins gesehen. Bist du so ein Zocker? Was für Casino-Coins? Weiß ich auch nicht. Casino-Coins? Kann ich dir gar nicht sagen. Bist du kein Zocker? Nee, nicht wirklich. Okay, gut. Mach mal eine kurze Pause, da wollen wir. Gut, probieren wir es nochmal weiter. Hast du irgendwie so ein Vorbild? Jetzt im Sport oder? Im Sport vielleicht oder auch privat oder von den Eltern her? Nee, nicht. Ja, Eltern, denke ich mal, sollten ja immer ein Vorbild sein. Aber jetzt speziell eine Person eigentlich nicht. Mhm. Ja, so die Rowdies wie Ibrahimovic oder so. Aha. Aber jetzt nicht wirklich ein direktes Vorbild. Okay. Wann geht's eigentlich für die Mannschaft in diesem Jahr auf den Vasen? Montag. Nächste Woche Montag sind wir da. Ja. Da ist die Neckarquelle auch vor Ort mit 80 Lesern. Dann sehen wir uns ja vor Ort. Warst du da schon mal? Nee, das ist mein erstes Mal jetzt. Oktoberfest war ich schon ein paar Mal, aber Vasen noch nie. Aha, okay. Was, hast du so eine Lederhose oder sowas? Ja, ich habe schon vor ein paar Jahren habe ich mir eine Lederhose geholt, weil ich ja wusste, dass ich öfter mal jetzt nach München fahren werde, dann wenn es ist. Und ja, werde ich auch wieder reinschlüpfen in meine Tracht. Du bist in Berlin wohl aufgewachsen, waschechter Berliner. Ist es für dich jetzt hart, so weit weg zu sein von der Hauptstadt? Nö, es geht. Also sonst habe ich natürlich viel näher an Berlin dran gespielt gehabt. Dann war es einfacher, mal nach Hause zu fahren. Zum Beispiel auf Weihnachten geht es dieses Jahr nicht. Da muss Familie dann herkommen.
aber ja, seitdem ich 17, 18 bin, bin ich ja eigentlich eh nur unterwegs gewesen und das ist jetzt kein großer Unterschied. Ist Berlin aber nach wie vor so eine Lieblingsstadt von dir? Klar, also Heimatstadt, denke ich mal, ist für jeden immer eine besondere Stadt und ich finde Berlin ist eher einmalig, also die haben halt alles irgendwie. Wo würdest du, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren, wenn es vielleicht auch mal mit dem Eishockey, du bist jetzt 25, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist, wo würdest du dann gerne wieder leben? Ich denke mal, es wird Berlin werden dann. Also Freunde alle da, Familie und da fühle ich mich auch wohl. Bist du dann auch Hertha-Fan? Nee, Fußball ist eigentlich gar nicht so meins. Ja, wenn ich jetzt für eine Mannschaft sein müsste, dann wäre ich für Hertha, aber eigentlich, das ist mir egal. Welche Sportarten außer Eishockey interessieren dich dann? Du, eigentlich bin ich in der Sportregion gar nicht so unterwegs. Mehr musikalisch? Musikalisch will ich jetzt auch anfangen, Gitarre zu spielen, jetzt schon ein bisschen... Inspiriert von Philipp Schlager? Ja, auch, der hat mir auch schon mal ein bisschen was gezeigt. Ich wollte ewig schon mal anfangen, aber hab's nie gebacken gekriegt. Und ja, hier ist ja jetzt Zeit, also bin ich jetzt ein bisschen am Klimpern. Genau, da oben auf dem Land in Hochemming. Spielst du denn eher die klassische oder die E-Gitarre lernen? Nee, Akustik. Die Akustiker. Also gut, Patrick Pohl, dann hoffe ich, dass du nicht zu viel Gitarre spielst, mehr Eishockey, viel Erfolg hier in Schwenning und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier aus Schwenning mit Patrick Pohl.